Kleine Vorbemerkung zum Thema von mir. Wir leben in wilden Zeiten. Alles wird schwieriger, unsicherer. Zumindest ist das so die Wahrnehmung von vielen, das Empfinden von vielen. Man hat lange Zeit den Begriff VUCA benutzt, um dieses Weltempfinden zu beschreiben. VUCA ist eine Abkürzung, steht für volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig, beziehungsweise die englischen Begriffe dafür. Im Jahre 2020 gab es einen Aktualisierungsvorschlag, und zwar vor dem Hintergrund der Pandemie, der Klimakatastrophe und weiteren Krisen. Es gab den Vorschlag, das Konzept BANI zu nehmen anstelle von VUCA. Und das steht für Begriffe wie brüchig, beängstigend, nicht linear, unverständlich, beziehungsweise die englischen Begriffe dafür. Und dieses Konzept, was sich mittlerweile durchgesetzt hat zur Beschreibung dieses Gefühls, dieser Wahrnehmung von der Welt, hatte auch den Vorteil, dass es gleich noch formuliert hat, was wir heute brauchen. Und das ist unter anderem Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, Achtsamkeit, Adaption im Sinne von Anpassungsfähigkeit an die schnellen Veränderungen und Transparenz, abgekürzt RAAT, RAAT. So, warum erzähle ich das? Weil das nämlich im Bürobereich ganz besonders zutreffend ist. Da steht mittlerweile so einiges auf dem Kopf. Die digitale Transformation und die New Work-Kultur haben die Bürowelt in ein neues Zeitalter befördert. Es ist sowas wie eine Zäsur entstanden, die vielleicht nur noch vergleichbar ist mit der Einführung der Elektrizität oder der Schreibmaschine ins Büro. Die Polykrise der letzten 4 Jahre hat den grundlegenden Wandel, der schon lange da war, noch einmal beschleunigt. Die Gegenwart ist in der Bürowelt heute vielleicht so spannend wie kaum je zuvor. Die Zukunft der Bürowelt ist aber auch so ungewiss wie kaum jemals zuvor. Es fragt sich unter anderem eben, kehren die meisten nun wieder zurück ins Büro oder kommt der große Büroflächenrückgang? Ist das Homeoffice jetzt das bessere Büro oder sind es die dritten Orte, Coworking Spaces, Hotel Office und so weiter? Und welche Aufgaben hat das Büro eigentlich in Zukunft? Den Medien ist so ein bisschen der Hang zur Übertreibung naturgemäß inne. Bin da wahrscheinlich selbst auch nicht ganz frei von. Es gab so einige Schlagzeilen in den letzten 4 Jahren. Was wurde da nicht alles gestorben, meine Damen und Herren? Das Bürogebäude ist also tot. Das Büro ist tot. Der persönlich zugewiesene Schreibtisch ist schon tot. Der Schreibtisch überhaupt ist tot. Festanstellung, 5-Tage-Woche, E-Mail, gibt es eigentlich alles gar nicht mehr. Konnte man zumindest so lesen. Und tatsächlich, in New York City war es mitunter am schlimmsten. Da war im Sommer 2023, gab es eine Büroauslastungsquote, die 50% niedriger war als vor der Pandemie 2019. Und in der Folge sind zahlreiche sehr hochwertige Büromöbel, Tische, Stühle auf der Müllhalde gelandet. Und ja, dann gab es solche Erscheinungen. Mir tut das auch immer ein bisschen körperlich weh, weiß nicht, wie es da Ihnen geht. Deswegen mal ouch. Und das riecht dann schon so ein bisschen nach Friedhof, finde ich, wenn man sowas liest oder sieht. Eine Studie von Drees und Sommer, Workspace Benchmark Report aus dem letzten Jahr, hat herausgefunden, dass 82% der Unternehmen in Deutschland bereits Desk-Sharing machen. Man sucht sich also spätestens morgens seinen neuen Schreibtisch für den Tag. Und wenn man hier sieht, dass von den 18%, die das noch nicht machen, 31% vorhaben, das demnächst aber einzuführen, das Desk-Sharing, ja, dann sind wir so bei gefühlt 100%, also dass alle eigentlich schon längst Desk-Sharing machen oder spätestens in Zukunft. Und vielleicht kommt das dabei raus, wenn man nur 181 Teilnehmer befragt. Aber diese Zahl ist erstmal in der Welt. Und auch das könnte wieder ein Indiz dafür sein, dass es mit dem persönlichen Schreibtisch zum Beispiel vorbei ist. Weitere Studie vom Immobilien-
Berater Combine, auch aus dem letzten Jahr, die Büroauslastungsquote während der Arbeit liegt 2023 nur noch bei 41%. Zu 59% also ist während der Arbeitszeit keiner da am Arbeitsplatz. Auch das wieder so ein Indiz, war es das mit dem Büro? Oder wurden wie hier eben nur 12 Unternehmen gefragt, die offenbar sehr groß waren? Dann auch im letzten Jahr PwC-Studie Home Sweet Home Office erbrachte Folgendes. 94% der Arbeitgeber sagen, die Produktivität im Homeoffice sei so hoch wie im Corporate Office oder sogar höher. 75% der Arbeitnehmer sehen das genauso. 79% der Office-Worker machen zumindest einen Tag die Woche Homeoffice und 89% würden Homeoffice machen, wenn sie das dürften. Die Sache scheint klar, Spielsatz-Sieg Homeoffice, das Büro ist vielleicht tot, aber ich würde da noch ein Fragezeichen dran machen. Denn es gibt ja noch andere Unternehmensberatungen, zum Beispiel KPMG, die haben ihren CEO-Outlook letztes Jahr veröffentlicht. Ja, und die große Erkenntnis hier war, 68% der CEOs in Deutschland erwarten ihre Office-Worker in den nächsten 3 Jahren wieder im Büro. Bam. Und wenn man dann noch liest, nur 3% dieser Geschäftsführer finden dauerhaftes Homeoffice gut, empfehlenswert. Doppelbam. Tatsächlich ist es so, dass seit einigen Monaten vor allem sehr aufmerksamkeitsstark in den Medien, die großen Konzerne ihre Leute wieder ins Büro zurückrufen. Bei den kleineren Unternehmen scheint dies schon vor längerer Zeit zu einem großen Teil passiert zu sein. Wir haben die Schlagzeile der 4-Tage-Woche bei VW, die aber nicht das bedeutet, was man denkt, sondern die Führungskräfte müssen dort wieder 4 Tage pro Woche vor Ort sein. Manche haben es schon früh gesagt, Kaspar Rohrstedt, CEO von Adidas 2020, Arbeit sei bei Adidas eine soziale Sache, eine Form von Teamsport und die Folgen von dauerhaftem Homeoffice würden völlig unterschätzt. Es gibt eben auch solche Studien, 74% der Beschäftigten haben negative Erfahrungen mit hybriden Arbeitsformen gemacht. Sehen Sie das auch? Eine Umfrage im Auftrag der Initiative Bewegung im Büro unter Lesern unseres Blogs Office Rocks hat das erbracht. 61% der Bürobeschäftigten bewegen sich zu Hause noch weniger als im Büro. Warum ist das schlimm? Weil im Büro schon nur noch die Augen und die Finger bewegt werden. Und 2021 machte der Witz die Runde, weiß ich, ob Sie ihn kennen. Wie lange bist du schon im Homeoffice? Antwort: 5 Kilo. Eine Studie hatte nämlich herausgefunden, dass man während der Lockdowns im Schnitt 4,7 Kilo zugenommen hatte. Eine TÜV-Studie. Dazu sage ich einfach mal nichts. Höchstens, das ist eben die andere Seite des großen Themenfeldes hybride Büroarbeit. Die Vorteile von hybridem Arbeiten, von Homeoffice sind hinlänglich bekannt. Kein Pendeln, großer Vorteil. Es kann bedeuten, weniger Stress zu haben, eine freie Zeiteinteilung davon zu profitieren, bessere Vereinbarkeit von Familie, von Freunden, von Freizeit. Es geht aber auch darum, die Herausforderungen im Blick zu behalten. Da sprechen wir dann von solchen Sachen wie Homeoffice Blues. Manchem kommt sprichwörtlich da die Decke auf den Kopf, wenn er vom Bett an den Schreibtisch geht und am Abend wieder vom Schreibtisch ins Bett fällt. Solche Fälle gibt es. Der Begriff Long Homed machte sogar die Runde. Wir sprechen von Zoom-Fatigue, also die Müdigkeit durch Videocalls. Bei einigen ist so ein Arbeitstag mittlerweile ein einziger Meeting-Marathon zu Hause. Geringeres Teamgefühl, geringere Aufstiegschancen, sinkende Motivation. Und insbesondere das Parkinson'sche Gesetz schlägt auch im Homeoffice zu bei vielen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Cyril, Northcote, Parkinson hat nichts mit der Krankheit zu tun.
hat dieses Gesetz mal 1955 formuliert, Arbeit dehnt sich so weit aus, wie Arbeit dauern darf. Studierende kennen das. Eine Hausarbeit, für die 2 Monate Zeit ist, dauert 2 Monate. Dieselbe Hausarbeit, für die 2 Wochen Zeit ist, dauert 2 Wochen. Und das passiert auch zu Hause vielen, wenn sich der Tag so ausdehnt, wenn man erstmal die Wäsche abnimmt, dann mal einkaufen geht, eine längere Mittagspause macht, sich mit den Kindern beschäftigt und dann denkt, um 22 Uhr, da lege ich nochmal richtig los und hole alles nach. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, die E-Mails, die dann immer um 4 Uhr morgens geschrieben werden, das sind die, wo dann die Anlage fehlt. Passiert mir zumindest manchmal. Wir haben Sammelbände veröffentlicht, 2020, 2021, 94 Beiträge von 126 Autoren sind da drin. Die Autoren haben sich mit dem Büro 2030 beschäftigt und ein großes Thema war natürlich das Homeoffice. Und ein Zitat daraus, das ist mir immer so im Hinterkopf, deswegen muss ich es auch Ihnen hier präsentieren, stammt von Marc-Sven Kopka, Vizepräsident External Affairs bei New Work SE. Da gehören Xing und Kununu dazu. Er sagte, dauerhafte räumliche Trennung ist so ein bisschen wie ein Motorflugzeug, dessen Triebwerke in großer Höhe ausfallen. Es kann noch eine ganze Weile lang gleiten, erstaunlich lange. Doch irgendwann werden die Triebwerke besser wieder angeschaltet, sonst gibt es ein Unglück. Wo stehen wir eigentlich mit dem Homeoffice-Anteil an den Beschäftigten in Deutschland? In den letzten 2 Jahren, laut IFO-Institut, ist das relativ stabil. Im Schnitt macht jeder 4. Beschäftigte in Deutschland regelmäßig Homeoffice. Im internationalen Vergleich sind wir mittlerweile sehr weit vorne, sagt das IFO-Institut vor 3 Monaten. Platz 2 in Europa, Platz 5 in der Welt. Vor uns liegen eigentlich nur noch Großbritannien, Kanada, USA und Australien. Skandinavien, Benelux liegen bereits hinter uns bei den Tagen pro Woche, die Homeoffice gemacht werden. Woran liegt das? Vielleicht am Coffee-Batching. Ich weiß nicht, ob Sie von diesem Phänomen schon gehört haben. Das ist, wenn das Unternehmen einen ins Büro zurückbeordert, man darauf aber keine Lust hat und quasi als Form des stillen Protests einfach auf einen Kaffee reinkommt und gleich wieder zurückfährt, dann war man einmal da. Ne? Das ist so ein bisschen Alibi-Anwesenheit. Angeblich machen das 38% der Hybrid-Worker in Deutschland schon. Mir fehlt da so ein bisschen der Glaube, aber diese Statistik gibt's. Am Ende noch eine Zahl, weil es auch um die bevorstehende Verkleinerung von Bürofläche geht. 91% der Unternehmen in Deutschland wollen ihre Bürofläche nicht verkleinern, sagt das IFO-Institut im Oktober 2023. Ich bin am Ende meiner kleinen Vorbemerkung und damit auch irgendwie wieder am Beginn bei der Ausgangsfrage, was wird nun mit der Bürowelt, wie lange gibt es die noch und so weiter. 6 Thesen. Büroarbeit meines Erachtens bleibt hybrid. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, auch wenn es jetzt laut diesen Ankündigungen der Unternehmen einen Rückgang geben könnte bei der Homeoffice-Quote. Das Büro behält seine ursprüngliche Funktion, nämlich einfach ein Ort zu sein, an dem man gut seinen Job machen kann. Zusätzlich erhält es aber neue Aufgaben, ganz explizit Treffpunkt zu sein, Lagerfeuer, Bühne, Lounge, Multifunktionshalle für ganz verschiedene Anwendungen, Heimathafen, Showroom, Flagship-Store mit Markenidentität, der Arbeitgeber wird zum Gastgeber. Das Büro wird attraktiver, es wird hochwertiger, Qualität spielt eine viel größere Rolle, schon um die Fachkräfte zu gewinnen. Aspekte Wohlfühlen, Gesundheit, Nachhaltigkeit werden wichtiger und damit zieht so richtig Leben ein ins Corporate Office, zumindest meine Meinung. Also, wenn die Frage ist, wie lange lebe das Büro, dann sage ich, das Büro wird lebendig, also es lebe das Büro. Ein Bild. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.